Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Kannst du fokussieren? Hi. Ich war gerade im Gym, hatte ein mega gutes Workout, habe mega gute Laune, because I had really good news. Ja, weil ich habe so eine Sache, die ich geplant habe. Ihr werdet es bald, das heißt bald, aber im nächsten halben Jahr schon mitbekommen. Und ich weiß, dass mein Dad mich dabei unterstützt. Und das, wenn man so eine Sache hat, die man unbedingt machen möchte, dann ist es so schön, wenn man von seinen Eltern, beziehungsweise von seinem, bei mir ist mein Dad sagt, ja, ich weiß, bin jetzt nicht der Fan davon, aber ich mache das mit dir und so. And that's making me so happy right now. Ich bin jetzt zurück. Ich bin so spät dran. Wir haben jetzt 4 Uhr. Ich muss gerade mein Video jetzt noch beschneiden. Mein Video schneiden. Nee, muss ich gar nicht. Mein Video bearbeiten, Thumbnail machen, Infobox etc. Und dann muss das Video online. Dann muss ich kurz duschen. Dann muss ich meine Haare machen. Dann muss ich mich schminken. Und dann kommt die Sophie zu mir, mein Bae. Die war einfach viel zu lang weg und ich war weg. Und I missed her and I'm happy. Ja, das mache ich jetzt. Ich habe mega gute Laune. Ich hoffe, ihr bekommt auch mega gute Laune nach diesem Video. Nach meinem Down gestern. Aber ja. So, ich habe zum Glück gemerkt, dass ich während ich mich in meinem neuen Video da geschminkt habe, dass da keine Musik war. Deswegen muss ich das ganze Video nochmal neu exportieren und nochmal neu hochladen. Deswegen verzögert sich das Ganze jetzt nochmal um ein bisschen. No problem for me. Na, dieser ganze Tag hat sich so verzögert. Ich wollte heute um 12 eigentlich zum Bauchbeine-Po-Kurs. Aber ich bin erst um 11:30 aufgewacht und dann war ich so, na, not today, not today. Madame ist dann auch endlich mal da. Wenn du nicht rangehst, wenn man anruft, dann hat das einen Grund. Und ich sage, ach, keine Ahnung, vielleicht streitest du dich mit deinen Eltern oder so. Nein! So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Frankfurt. Nach 100 Jahren. Wann ja. Wir uns treffen? Mittags. Es ist 18 Uhr. Abends. Jetzt haben wir 18 Uhr. Und wie gesagt, wir machen uns jetzt auf den Weg und gehen was essen. Ich habe übrigens Hunger. Schon gegessen? Ich habe Mittag gegessen, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Also bis wir da sind, esse ich auch was. Ja, also ich habe heute noch irgendwie nichts Sinnvolles gegessen. Gut. Ja. Aber ich kriege auch jetzt erst Hunger, so. Ja, und Sophie probiert gerade Ohrringe an, die ich ihr mitgebracht habe. Aber die passen sogar zum Outfit. Ja, deswegen. Wirklich anders. Ja, die Farbe ist voll schön. Ja. Die Farben. Sau cute. Let's go! So, Leute. Wir sind zwar hier, aber das ist schon zu seit 30 Minuten. Wow. Wow, jetzt hat sich wirklich alles nach hinten verschoben, was ich nach hinten verschieben kann. Geil. Was essen wir jetzt? Was essen wir jetzt? Ich habe richtig Hunger. So, Leute, wir sitzen jetzt bei Bull & Bear und fooden. Und wir haben dezent nervige Männer im Hintergrund. Ich guck da schon die ganze Zeit böse hin. Wirklich, die fucken mich richtig ab. Maracuja Shops, danke. Das ist so ein Bottich. Dankeschön. Ich wollte eigentlich so viel Wasser. Jedenfalls sind da ein paar Jungs im Hintergrund, die sind uns vorhin auch schon hier hinterhergelaufen und ich fand es sehr weird, dass sie sich dann dahin gesetzt haben, wo wir uns auch hinsetzen. Und die ganze kommt so und so richtig eklig. Ja, aber wenn nicht, dann sag ich da gleich nochmal was. Can you please shut the fuck up and move your fucking ass? See ya. So, Leute, ich wollte euch jetzt mal ein kurzes Update geben, zu was da passiert ist, nachdem wir bei Bull & Bear waren. Und zwar war das Ganze dann so, dass diese Männer nicht aufgehört haben, die ganze Zeit zu uns rüber zu starren, die ganze Zeit irgendwelche Kommentare abzulassen. Also man hat nicht wirklich verstanden, was sie gesagt haben. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, dass die Bilder oder Videos machen, weil die so komisch geguckt haben und ihr Handy oben hatten. Jedenfalls konnten wir nicht in Ruhe essen, dass dann Sophie irgendwann mal zum Kellner gegangen ist und gesagt hat, ja, wir fühlen uns belästigt. Und die Kellnerin meinte dann, ja, ihr könnt euch ja dann umsetzen. Oder wir setzen euch um oder irgendwie sowas. Das war schon sehr weird, fand ich persönlich. Weil wenn wir uns belästigt fühlen, dann soll man da wenigstens irgendwas sagen oder so. Aber das war halt auch nur eine Kellnerin. Und vielleicht hatte die selber da keinen Bock, irgendwie hinzugehen oder so. Ich weiß auch nicht genau. Jedenfalls
haben wir dann so gewartet, bis die Kellnerin kommt. Aber da kam halt keine Kellnerin. Und wir wollten uns auch nicht so wie die zwei Deppen aufstehen und uns irgendwo anders hinsetzen. Deswegen sind wir da sitzen geblieben. Dann sind wir aufgestanden. Dann meinte Sophie so zu mir, wenn wir jetzt aufstehen und die auch aufstehen, dann rufe ich noch im Gehen die Polizei an, weil auf sowas habe ich absolut keinen Bock. Und dann war ich so, ja, okay, go for it. Sind wir aufgestanden und dann alle Männer, ja, haben plötzlich wieder so Kuss, so richtig schmierig und eklig und weh und sowas gerufen. Und dann bin ich so sauer geworden, habe ich mich umgedreht und habe die so angeschrien und war so, ich habe kein Problem, sie alle bei der Polizei anzuzeigen wegen sexueller Belästigung. Sie regen uns hier schon die ganze Zeit auf. Es wäre super, wenn sie sich mal ihrem Alter entsprechend benehmen würden. Dieser ganze Platz, wo dieses Restaurant war, die ganzen Leute, die da saßen, haben sich umgedreht. Ich war so, also ein bisschen benehmen wir jetzt schon mal angebracht. Und alle Männer haben plötzlich weiter auf ihr Bier oder was auch immer, was davor lag, hingeschaut. Und keiner hat mehr was gesagt. Und da dachte ich mir so, boah, da werde ich so aggressiv. Natürlich ist das keine kranke sexuelle Belästigung, aber schon irgendwie. Also es ist kein, die wurden ja nicht angefasst, aber trotzdem diese Kommentare, ihr könnt es gerne mal googeln, ich habe es auch mal gegoogelt, was sexuelle Belästigung eigentlich wirklich heißt. Ich konnte mein Essen nicht genießen. Es ging nicht, weil Sophie die ganze Zeit dahin geschaut hat und die Männer die ganze Zeit irgendwelche Kommentare gesagt hat. Ich hatte keinen Appetit mehr, ich wollte mein Essen nicht mehr essen, weil mir der Appetit war einfach weg. Da dachte ich mir so, wie, ich konnte nicht mehr dazu sagen. Ich hatte einfach die Nase voll, ja. Das war auf jeden Fall das kleine Update. Ja. Next day and guess who's back, she back. Tja, das war's wohl mit Fitness heute Morgen. Ich habe einen Wecker gestellt so für 10 Uhr und ich wach so auf, mach das Fenster zu. Und schläfst weiter. Ja, aber du hast auch noch weiter geschlafen kurz. Ja, hab ich. Dann war ich am Handy und war süß geworden. Nicht geschnarcht, aber laut geatmet. Wow. Sorry, not sorry for breathing. Wir haben uns jetzt beim Bäcker was geholt und haben uns wieder ins Bett gepflanzt und schauen jetzt eine Serie. Ich bin heute Morgen irgendwie aufgewacht und ich habe Kopfschmerzen. So Leute, Selina ist jetzt weg. Ich räume hier jetzt ein bisschen auf. Ich habe gerade mein Hello Body Öl benutzt und es hat so gespritzt und es ist auf meinen Seidennachthemd gekommen. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Ich überlege jetzt, ob ich das jetzt selber waschen soll oder ob ich es in die Reinigung bringe, damit es safe ist. Weil es einfach zu schön, damit es jetzt so bespritzt ist. Awkward. I don't know what to do. Ich glaube, ich frage erstmal auf Instagram. Ich habe gestern in meinem Livestream auch mal nach ein paar Fragen gefragt, die ich in meinem Vlog beantworten soll, die viele interessiert. Was ist mein Abischnitt? Wie sind meine Abi-Noten gewesen? Und ich habe das Topic, dieses Thema nicht on purpose angesprochen oder so, sondern ich hatte eigentlich ehrlich gesagt keine Lust darüber zu reden, weil ich einfach nicht an meine Schulzeit erinnert werden möchte. Mein Abischnitt, Trommelwirbel, ist 2,2. Der ist eigentlich gut so. Viele sind so wow. Andere sind so, ja okay, du hättest schon besser machen können. Wer meine Vlogs gesehen hat zu der Zeit, der weiß, dass ich viel gelernt habe und eigentlich auch ganz mehr oder weniger sicher war. Mathe ist halt in die Hosen gegangen, da kennt ihr ja auch meine Drunk Story zu. Deswegen, der Mathe habe ich ein bisschen verkackt, das waren 7 Punkte und ich habe mit so 11 Punkten gerechnet. Was sehr enttäuschend war, war Deutsch. Das war wirklich sehr, sehr enttäuschend, da habe ich 5 Punkte. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit 8 bis 10, 11 gerechnet. 5 waren dann schon so ein Stich ins Herz, aber sagen wir mal, die Hälfte unseres Kurses war kurz vor der Nachprüfung. Also Lehrer haben dann schon überlegt, ob ich in die Nachprüfung muss. Und Englisch waren 10, das war jetzt okay, aber darüber war ich jetzt nicht traurig. Aber nachdem ich diese Scheißnoten bekommen, war ich so, boah, wenigstens war Englisch noch gut. Ja, das war sehr traurig. Man kann schon sagen, damit habe ich mir ein bisschen mein Abi versaut, weil ich wollte schon 2,0 oder 1,9 haben. Ja, war dann nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Dann habe ich halt für die mündlichen voll viel gelernt, weil ich wollte unbedingt 2,2 und nicht 2,3 oder schlechter haben. Weil ich fand,
keine Ahnung, das sieht nicht so gut aus wie 2-2. Also mein Dad meinte auch so zu mir, ja, also 2-3 ist nicht schlecht, versteht mich nicht falsch, aber es sieht immer besser aus, wenn die zweite Zahl kleiner ist als die Zahl davor. Also 2-1 sieht besser aus als 2-3. Genau, und dann habe ich mir halt wirklich den Arsch aufgerissen. Das wisst ihr auch aus meinen Vlogs. Wer die Vlogs noch nicht gesehen hat, du kannst gerne runterscrollen, damit du so ein bisschen up-to-date bist. Und die Vlogs sind eigentlich auch ganz cool. Habe ich mir den Arsch aufgerissen für Musik und Geschi. Und in Musik habe ich 13 Punkte gehabt mündlich und in Geschi 12, worüber ich sehr happy war, weil ich brauchte in beiden Fächern mindestens 12, damit ich noch 2-2 bekomme. Und dadurch, dass ich in Musik noch einen Punkt besser war, war das sowieso cool. Was wollte ich noch sagen? Ich hoffe, das Geheimnis wurde gelöst. Also ich wollte das jetzt nicht so lange geheim halten. Aber ich wusste, dass wenn ich das einmal sage, dann würde das trotzdem nicht jeden erreichen. Deswegen wollte ich das in einem Video machen. Ich habe es immer vergessen, deswegen mache ich es jetzt. Und ja, genau. Ich werde, so wie es aussieht, das in die Reinigung bringen. Auch wenn diese Flecke gerade so ein bisschen faden. Ich habe Angst, dass es so drin bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich absolut gar keinen Turn drauf. Meine Story ist gerade hochgegangen. Ich gucke jetzt mal, wie weit jeder... Oh, okay. Also 80% sagen Reinigung, 20% sagen selber machen. Ich schätze mal, dann fahre ich jetzt mal in die Reinigung und gebe das ab. Und dann habe ich mir so ein Kalender-Dings gemacht, wo ich ein paar Sachen heute noch abarbeiten muss. So, ich habe bis jetzt fast alles erledigt, was auf meiner Liste stand. Außer The Gym und mein White Fox Boutique Video ist so gut wie fertig. Ich muss nur noch ein paar Einzelheiten machen. Jetzt mache ich nämlich aus dem Gym kommen. Ich muss jetzt erstmal was essen. Und dann gehe ich nämlich ins Gym. In einer Stunde oder so. Muss ich machen, steht auf meiner Liste. So Leute, ich beende hier den Vlog. Doja und ich sind jetzt auf dem Weg nach Saarbrücken. Sister Time. Excited. Nein. Okay. Ja, vielen Dank vielen Dank, dass ihr euch den Vlog angeschaut habt und wir sehen uns in meinem nächsten Vlog. Ich weiß nicht genau, ob ich in Saarbrücken vloggen werde. Ich habe jetzt die Kamera mitgenommen. Don't know if we're doing something exciting or not. Ja. Yeah.